März 2022 nicht irgendein Event in New York. Es war die Weltpremiere des Films The Batman, in dem Bonets Tochter Zoe Kravitz, 33, Selina Kyle alias Catwoman spielt. Der Game of Thrones-Star trug einen auberginefarbenen Samtanzug, während er stolz auf das Poster seiner Stieftochter deutete. Auch die Teenager hatten ein breites Lächeln auf den Lippen, als sie für Fotos posierten. Im Gespräch mit Entertainment Tonight äußerte sich der 42-Jährige zudem zu seiner Ehe. Wir sind einfach so stolz, sagte er. Lisa konnte nicht hier sein, also vertreten wir sie, ich und die Kids. Wir sind sehr erfreut, hier zu sein. Wir sind immer noch eine Familie. Ganz eindeutig sind diese Aussagen in Bezug auf seinen Beziehungsstatus zwar nicht, doch eines kristallisiert sich heraus. Jason Momoa und Lisa Bonet stellen ihre Familie an erste Stelle. Kurz zuvor postete Momoa auf Instagram ein Bild von sich und Zoes Freund Channing Tatum, 41. @ChanningTatum und ich sind auf dem Weg zu unserer Zozo. Endlich @TBatmanPremiere. Ich bin so unendlich stolz auf dich, schrieb er dazu. Keine Frage, in seiner Rolle als Stiefpapa geht Momoa voll und ganz auf.